So, was geht? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute jetzt mal die große Frage gegen Bitcoin, ja, oder generell der Bitcoin-Anstieg. Wollen wir jetzt hier oder werden wir jetzt hier einen neuen Bullrun erwarten? Dem Ganzen wollen wir mal so ein bisschen auf den Grund gehen, denn wir haben gestern gesehen, wir hatten gute Daten aus den USA, also gut für Bitcoin, schlecht für die USA. Ein Hoch auf die wundervolle US-Wirtschaft. Wir hatten einen Consumer Price Index, der wirklich ein bisschen schlechter ausgefallen ist. Auch hier die Inflationsdaten waren eigentlich letztendlich klar, dass es definitiv nicht die 5,1 sein wird. Und auch die angesetzten erstigen 5,5% eben auch nicht. Heute ist für mich nochmal definitiv interessant, wie wir uns mit den Unemployment Claims und den, ich glaube, PPI war Producer Price Index verhalten werden, wie das Ganze abläuft, wenn es denn mal lädt. Alles klar, ich würde sagen, wir lassen es einfach. Schade. Auf jeden Fall, das war jetzt der GBP JPY. Wir haben hier, wenn wir das Ganze uns anschauen, eine wundervolle, wir löschen das jetzt mal alles hier, eine wundervolle Umverteilungszone. Aus dieser Umverteilungszone haben wir letztendlich, wenn wir das Ganze mal ein bisschen weitläufiger betrachten, damals, wir sprechen jetzt hier vom 21. Mai ungefähr, also in dem Bereich von Mai bis Juni, dieses tiefere Tief gemacht, unterhalb der ganzen Sache hier geschlossen. Und aus dieser Sache ein erneutes Tief gemacht im Bereich November. Was wir jetzt letztendlich gesehen haben, dass dieses erste Swing Low, also dieses natürlich Lower High, mit dieser Zone hier gebrochen wurde und wir dennoch weiter in einem Lower High uns befinden und es hier auch dazu Higher Highs machen. Sollten wir jetzt definitiv über dieser Umverteilungszone brechen, und damit meine ich wirklich per Tagesschluss im Daily Chart, also ungefähr hier die 32.400 brechen, ich denke, das werden wir heute definitiv nicht schaffen. Morgen denke ich auch nicht, weil es letztendlich für mich, oder sagen wir mal mindestens die H1-Katze und die H4-Katze muss über diesen, naja, sagen wir mal 32.400 brechen. Dann können wir letztendlich von einem erneuten Bullenmarkt sprechen. Denn diese ganze Zone wurde definitiv oder wäre dann mit diesem Bruch über diese Umverteilungszone getilgt worden. Somit können wir dann erstmal wieder kurzfristig von diesem kleinen Push oder kleinen Bullenmarkt sprechen. Nächstes Ziel dafür wäre wieder die Umverteilungszone in diesem Bereich. Ja, das nächste große Ziel, also im Bereich der 40.000. Ziehen wir das mal ein bisschen höher, wenn wir das Ganze ein bisschen refinen. Und dementsprechend würde ich sagen, kann man sich hier auf jeden Fall auch long orientieren. Ob ich aktuell nachkaufen würde, die Frage kam jetzt in letzter Zeit recht oft auf. Nein, denn wir haben einmal noch diese kleine Zone, Umverteilungszone, im Bereich der 29.100, in der man definitiv nochmal nachlegen könnte. Also klar, man kann jetzt auch schon einkaufen. Die Frage ist letztendlich aber einfach, warum soll ich höher einkaufen, wenn ich auf den Bitcoin noch ungefähr 700 Euro günstiger bekommen kann. Ja, 700 Euro ist eine gute Sache, die man mal mitnehmen kann. Die Prozente, das sind letztendlich hier ein Prozentanstieg oder wäre ein Prozentverlust von ungefähr einem nicht realisierten 7,68%. Zur Newslage heute. Vielleicht immer noch nicht, habe ich schon alles gesagt. Unemployment Claims definitiv abwarten, Core PPI und Producer Price Index, auch nochmal ganz, ganz wichtige Daten. Hier, naja, 0,0%, 233.000 ist recht hoch angesetzt zu den vorherigen, die mit 228.000 einhergingen. Das heißt, man geht davon aus, dass wirklich mehr Unemployment Claims beansprucht wurden oder beantragt wurden. Wenn wir uns den Crypto Fear and Greed Index anschauen, sehen wir auch ganz klar, dass momentan viel Greed ist, viel Gier. Der war vor ungefähr einem halben Jahr noch bei ungefähr 30, ja, also ist letztendlich auch da wieder ein Zuwachs entstanden. Ja, das ist für den kompletten März, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen. Im Bereich März waren wir hier bei ungefähr 30%, was ich immer meinte, und davor ging es eben tiefer. Das heißt, auch das steigt konstant an. Viele Leute sprechen wieder davon, auch viele dieser, ich sag mal, möchte gern Gurus sprechen wieder davon, ja, Bullmarkt. Und wir wollen das Ganze ja auch noch mal mit Fakten belegen. Das wäre jetzt zum Beispiel, ja klar, kann man sich daran jetzt nicht bedienen, aber in Kombination mit diesen schlechten News, mit dieser schlechten US-Wirtschaftslage, mit den technischen Daten, jetzt mal, wenn man wirklich mal nur die ganze makroökologische oder ökonomische Sache außen vor lässt und sich nur daran bedient, kann man sagen, aus technischer Sicht, okay, die EMA ist noch weitaus drunter, spricht definitiv dafür. Schauen wir uns das Bitcoin-Sentiment mal an. Sehen wir auch hier 0,679, das heißt, mehr Leute sind aktuell in einem Kauf. Ja, genau.
hier sind letztendlich die ganzen News, wo das Ganze alles herkommt. Und noch eine weitere Sache, die ich mir definitiv anschauen möchte, ist der totale Kryptomarkt mit seiner Market Cap. Wenn wir uns das hier anschauen, hier sehen wir einmal mit Bitcoin und jetzt vergleichen wir das Ganze mal ohne Bitcoin, das müsste der glaube ich sein, Bitcoin excluded, sehen wir hier definitiv, der Anstieg ist nicht ganz so hoch, was letztendlich darauf schließen lässt, dass wir mehr Liquidität aktuell in Bitcoin fließen haben, wie wir das letztendlich auch hier mit dem Crypto 4 Read Index sehen und unter anderem auch dem Bitcoin Sentiment. Jetzt natürlich nur die Frage, was kann man machen? Wie gesagt, ich werde mich definitiv jetzt aktuell noch nicht positionieren, ich werde mir noch einen günstigeren Einkaufspunkt suchen, ob wir letztendlich hier uns in dieser Liquiditätszone nochmal, also hier nochmal dran bedienen werden, weiß ich nicht, keine Ahnung. Für mich ist aber letztendlich dieser Bereich hier ganz interessant, sprich diese, ja gut, 25.000 ist ein bisschen zu weit runter, ich würde sagen, das ist schwierig, dass wir das mal abgreifen. Ich selber habe mit diesem Push hier nicht gerechnet, ich war wirklich der Meinung, wir kommen nochmal runter, machen eine Art Liquidity Sweep und gehen dann quasi hoch. Dass letztendlich dieser exorbitant große Push mit wundervollen 9,3%, Glückwunsch an jeden, der die mitgenommen hat, entstanden ist, fand ich ganz cool, hätte ich nicht mit gerechnet, aber ist auch nicht schlimm. Börse muss man ja auch nicht immer verstehen, aber dass man letztendlich wirklich schaut, dass man sich hier vielleicht einen Einstieg sucht, also bei den 29.000, dass man letztendlich auch wirklich da mitgenommen wird, falls die große Bewegung passieren sollte, wie es eben wird. Ich hoffe, dir hat das ganze Video geholfen und ich wünsche